Sehr wichtig ist unsere Grundhaltung in der Arbeit mit depressiven Klienten, wenn es darum geht, psychische Flexibilität zu unterstützen und zu fördern. Und dafür dient dieses Bild. Na, ihr seht hier ein Fahrzeug, vielleicht in der Wüste oder am Strand, wir wissen es nicht genau, was stecken geblieben ist. Ja, nehmt dieses Bild mal bitte auf, ein Jeep oder ein sonstiges Fahrzeug, was stecken geblieben ist. Viele unserer Klienten sagen gerade nach sehr traurigen Erlebnissen, nach wirklich sehr belastenden Erlebnissen, nach Verlusterlebnissen, kommen häufig solche Aussagen wie, das hat mein Leben zerstört. Das hat mir mein Herz zerstört, mein Herz zerrissen. Und das ist auch verständlich, weil manchmal natürlich dramatische Dinge in unserem Leben passiert sind, die wir einfach nicht verkraften können. Wie soll man verkraften, seine Tochter, seinen Partner, ich muss gerade an das eine Model denken, was ihren geliebten Partner beim Tsunami verloren hat. Ja, sie hat ihn gesehen, sie wollte ihn noch festhalten, sie hat ihn gesehen, wie er in den Massen des Wassers direkt in Thailand ertrunken ist. Ja, sie war, ich glaube, sogar schwanger, auf jeden Fall waren sie verlobt und sie hatten ein gemeinsames Leben geplant und sie sieht ihn in dem Moment sterben. Das ist etwas, was man kaum überwindet. Diese Frau übrigens heute ist eine ganz, ganz außergewöhnliche Frau, die sich sehr einbringt, sehr sozial engagiert, die wirklich genau das gemacht hat, was man machen kann aus solch traumatischen Erfahrungen. Sie ist gewachsen. Sie ist enorm gewachsen, ein ganz besonderer Mensch geworden, der für andere hilft oder der anderen Menschen hilft. Aber viele bleiben natürlich stecken und haben das Gefühl, es hat mich einfach zerrissen. Das ist etwas, was nicht wiederherstellbar ist. Und da brauchen wir eine ganz wichtige Grundhaltung. Und die lautet, Klienten sind niemals gebrochen oder zerbrochen, sondern sie stecken fest. Ja? Klienten sind niemals gebrochen oder zerbrochen, sondern sie stecken fest. Und wenn wir diese Idee im Hinterkopf haben, dann haben wir die Möglichkeit, sie hier wieder rauszuholen. Weil etwas, was gebrochen oder zerbrochen ist, kann man ja eigentlich nicht in irgendeiner Form regulieren. Aber unser menschlicher Geist, unsere Psyche ist so strukturiert, dass wir nicht zerbrechen können, sondern wir stecken fest in bestimmten Momenten, in bestimmten Prozessen, in bestimmten Situationen. Und es kann ganz dramatisch sein, aber auch aus dieser Situation gibt es Auswege. Und es gibt so viele Vorbilder, so viele Beispiele. Ich habe jetzt gerade das Tsunami-Beispiel gegeben. Nehmt das Beispiel des Holocaust, des furchtbaren Holocaust, dieses Menschenverbrechens an den Juden in Deutschland. Und schaut euch die Holocaust-Überlebenden an. Welch großartige Persönlichkeiten sich dann manchmal heute noch mit weit über 90 Jahren oder an die 100 Jahren in den Bundestag stellen und sich mitteilen. Ja, das heißt also, daran sehen wir, obwohl sie alles erlebt haben, was man nur an Dramaturgie und Grausamkeit erleben kann. Ihre Partner, ihre Kinder, ihre Eltern wurden vergast, wurden erschossen, wurden ermordet, wurden gequält, wurden gefoltert. Wie grausam, und trotzdem haben sie sich aus dieser Notlage heraus befreit. Das, was geschehen ist, wird nie ungeschehen gemacht. Das darf auch nicht sein und es wird immer wehtun. Aber sie haben daraus gelernt, sie sind daraus gewachsen auf vielen Ebenen ihres Seins. Und diese Möglichkeit haben wir immer, deswegen muss das unser grundlegendes Mantra sein. Niemand ist gebrochen oder zerbrochen, sondern wir stecken fest. Ja? They get stuck, sagt man im Englischen.